Carefully, you stupid girl. I'm only going to ask Danke, Tobi. One more time. Why haven't you disposed of that infernal dragon? I've tried to scare him off, Your Highness. But he's just not afraid of anything. Not afraid? Not afraid? Why have I been training you all these years? Use some magic! Here's a spell book. Whip up a monster and eliminate him. Kill him? I don't care what you do, you useless brat, as long as you get rid of him. Okay, let's see what we got here. This ought to do it. You, come here. Genau, was Nasty sagt. Ein Event, wo du Gamecube-Sets masterst und dafür halt Punkte bekommst. Und wenn du bis Mitte November eine gewisse Anzahl an Punkte anhäufst, kriegst du halt ein Bronze, Silber oder Gold-Badge. Bin ich auch noch absolut, Tobi. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das weg ist. Hat mir der Arzt schon gesagt. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Das meinst du, Nasty? Oh, ich habe keinen Schaden dafür bekommen? Okay. Nein, jetzt habe ich Schaden bekommen. Okay, gucken wir erstmal, wie ich ihn hier überhaupt angreifen kann. Ah, okay. Ah, und dann geht sie auf ihn drauf. Okay. Verstanden. Danke, Tobi. Ja, aber für mich war es halt auch das Richtige, damals über einen zweiten Bildungsweg dann halt weiterzumachen, anstatt nach der Hauptschule halt irgendwie auf Gedeih und Verderb irgendeine Ausbildung zu suchen. Zumal es damals echt schwierig war, überhaupt eine Ausbildung zu bekommen, nicht nur mit dem Hauptschulabschluss, also in meiner Heimat war einfach nichts zu kriegen. Auch später, wo ich dann das Abi nachgemacht hatte und sowas. Aber es ist halt, ich habe es ja auch so gemacht, dass ich im Nachhinein mich vom, ja, bei uns niedrigsten Schulsystem, also von der Hauptschule. Ich glaube, gibt es überhaupt noch Hauptschulen? Wurde das nicht sogar abgeschafft oder so? Habe ich mich ja dann auch Stück für Stück hochgearbeitet, bis hin halt zum Studium. Daher weiß ich auch, wenn man es halt wirklich will, ist es auch nicht zu spät, irgendwie mal damit anzufangen. Und ich habe jetzt halt endlich, ohne es zu wissen, für mich den Job gefunden, wo ich mir vorstellen kann, den halt auch im Grunde ewig zu machen. Also der erste Job, wo ich nicht mit einem schlechten Gefühl... Scheiße. In der Art hingehe. Thank you.
Ich dachte kurz, ich bin zu früh gesprintet. Scheiße. Yes, wir haben's.